von Herdenprotektion. Heißt, wir sagen, wenn in einer bestimmten Gruppe von Menschen, nehmen wir mal 100 Menschen, eine gewisse Zahl von Menschen geschützt ist in der Erkrankung, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Erkrankung gewissermaßen von mir zu Ihnen übertragen wird, weil dazwischen so viele Geschützte stehen. Aber wir wissen eigentlich aus der Impfstoffforschung, um echte Herdenschutz in einer Bevölkerung zu halten, müssen sie eigentlich 90% erreichen. Man schreibt in der Presse immer 60%, aber 60% ist noch weit vom guten Herdenschutz entfernt. Und jetzt sage ich mal, das Virus kommt ja auf eine Weltbevölkerung, die es noch nie vorher gesehen hat. Das ist anders als bei Virusgrippe zum Beispiel. Und das bedeutet, wir werden, um eine gute Durchseuchung zu erreichen, ohne das Risiko einzugehen, dass unsere Intensivstationen und Krankenhäuser durch Schwersterkrankte überlaufen werden, werden wir Jahre, 5, vielleicht sogar mehr Jahre brauchen. Das heißt, wir müssen aus dieser Situation raus und eine der Lösungen ist die Entwicklung eines Impfstoffes. Mhm. Allerdings, Sie haben mich gefragt, wie lange dauert das? Ich bin ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahr keinen Impfstoff sehen werden. Ich sag mal, trotzdem, wenn wir ihn in 12 oder 18 Monaten sehen, dann ist das auch noch optimistisch und das ist gut. Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn man den Impfstoff entwickelt, und das müssen jetzt alle machen, selbst die, die im Januar angefangen haben, dann geht man mit dem Impfstoff zunächst in die vorklinischen Untersuchungen. Das heißt, dieses Impfstoffprodukt wird zunächst an Tieren, zunächst an Nagern, also Mäusen oder Ratten geprüft, ob es überhaupt faktisch eine Impfantwort macht. Dann wird man von Nagern zu Rhesusaffen, sind gerne für Impfstoffe beim Menschen gesehen, gehen. Und jetzt überlegen wir geben einen Impfstoff und dann müssen wir 4 Wochen warten, um auslesen zu können, ob was passiert. Dann sind schon 6 Wochen weg. Dann gehe ich in das nächste Tiermodell, dann sind nochmal 6 Wochen weg, dann habe ich schon 3 Monate verbraucht. Dann, wenn alles gut geht, kann ich zum Menschen gehen und dann impfe ich in der Phase 1 vielleicht, wie hier auch beschrieben, 100 oder 200 Menschen, aber nicht zu einem Zeitpunkt, denn das ist ja auch beschrieben, ich mache eine Dosissteigerung. Ich fange mit der niedrigsten, also am wenigsten risikoreichen Dosis an. Wenn das gut funktioniert, gehe ich zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Das heißt, dieser Prozess ist realistisch, nicht unter 3 bis 6 Monaten abzuwickeln. Dann sind wir bei 9 Monaten. Und das heißt, ehrlich, frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird man in eine größere Testung gehen können. Und am Ende muss man einfach sagen, dann wird es halt 2021 werden. Das ist ein gewichtiger Grund mehr, auch sich darum zu kümmern, dass die Welt sich weiterdreht und dass andere Krankheiten nicht den Atem anhalten oder ausgesetzt werden. Wie ist beispielsweise Ihre Beobachtung? Sie sind hervorragend vernetzt mit den Kinderärzten, mit den niedergelassenen Praxen. Wie ist denn dort die Reaktion der Eltern auf diese Corona-Krise? Sind die jetzt zurückhaltender bei den Arztbesuchen? Leidet darunter vielleicht sogar das System der Voruntersuchungen? Wird darauf verzichtet zu impfen, und zwar gegen andere Krankheiten? Ja, also eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen, Herr Schröder. Das ist natürlich so, dass andere Infektionskrankheiten nicht verschwunden sind, bloß weil wir jetzt unser ganzes Augenmerk auf SARS-CoV-2-Infektionen gesetzt haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man andere Impfungen gegen Keuchhusten, gegen Hämophilus, gegen... Was ist das, bitte? Bitte? Der Melophilus? Hämophilus. Hämophilus ist auch ein Erreger von Atemwegserkrankungen. Gibt es das auf Deutsch? Nee, das ist okay. Hämophilus influenza. Das ist, aber ich sag mal, diese Impfung haben wir in den 90er Jahren, also vor ungefähr 25 Jahren eingeführt in Deutschland. Bevor diese Impfung eingeführt wurde, ist es einer der Killer Nummer 1 unter Säuglingen gewesen. Also die häufigste Ursache für schwere Pneumonien, für schwere Hirn, also Meningitiden und auch... Manche werden sich erinnern, gab es früher die Entzündung des Kehldeckels, an der Kinder erstickt sind. Diese Krankheiten sehen wir in der Kinderheilkunde so gut wie nicht mehr. Geimpft wird? Weil völlig weggeimpft. Das ist im Ausnahmefall vielleicht ein Kind von Impfgegnern, die Impfung nicht bekommen haben. Und ich sag mal, aber trotzdem, das sind ja Bakterien. Diese Mikroorganismen sind nicht weg von der Welt. Und in dem Moment, wenn unsere Impfaktivität nachlässt, laufen wir wieder Gefahr, eben gerade ungeschützte kleine Säuglinge zu haben. Es ist in der Tat so, ich höre das von Kinderärzten in der Region, aber auch aus anderen Bundesländern, dass... in der Situation, in der wir Kontaktreduktion betreiben und auch Sorge haben, dass man natürlich die Praxen oder die Wartezimmer von Krankenpraxen, wahrscheinlich auch in der Erwachsenenmedizin, scheut, weil man fürchtet, dort mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eben Infektionskrankheiten haben, noch nicht getestet sind. Und man könnte dort ja dann auch Covid-19 übertragen bekommen. Das ist tatsächlich so, aber die gute Nachricht ist einfach, dass die Kinderärzte sich darauf eingestellt haben. Also es gibt Kinderärzte, die haben die Möglichkeit, 2 Wartezimmer zu erzeugen. Aber das, was am häufigsten geschieht, ist, dass Kinderärzte Tage einrichten, an denen sie den Eltern anbieten, Tage, an denen nur gesunde Kinder zu Früherkennungsuntersuchungen
oder zu Impfungen kommen. Und das ist was ganz Wichtiges. Die muss man, die sollte man wahrnehmen, denn wir dürfen die Kinder nicht für andere wichtige Krankheiten gefährden, bloß weil wir im Augenblick Furcht haben, in die Praxis zu gehen. Vielen Dank, Professor Zepp. Wir müssen leider jetzt mit diesem Vortrag Schluss machen, aber soweit ich weiß, hat die Allgemeine Zeitung vor, auch das, was wir hier besprechen, nochmal zu dokumentieren, sodass man es auch nochmal nachlesen kann. Dankeschön. Okay. Danke auch. Wir wechseln jetzt auch den Schutz auf dem Mikro. Habe ich das richtig verstanden? Brauchen wir nicht. Wir wechseln jetzt erstmal das andere. Ja, ich rufe zu mir Frau Professor Annette Hasenburg. Frau Hasenburg ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und natürlich für die Frauengesundheit. Und das war ein großer Wunsch im Publikum, darüber mehr zu erfahren, Frau Professor Hasenburg. Wie geht es Schwangeren zum Beispiel, die erkanntermaßen mit Covid-19 infiziert sind? Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute diese Frage beantworten kann, weil ich eigentlich gute Nachrichten für Sie habe. Schwangere, das wissen wir, haben eigentlich ein etwas eingeschränktes Immunsystem und das muss auch so sein, weil wenn wir Frauen ein Baby im Bauch haben, hat das Baby ja genetisches Material, was zur Hälfte nicht von uns stammt. Und damit wir das nicht abstoßen oder rausschmeißen, ist das Immunsystem unseres Körpers während der Schwangerschaft etwas heruntergesetzt. Und dadurch hat man natürlich total Angst, dass Frauen mit einem heruntergesetzten Immunsystem besonders gefährdet sind in der aktuellen Situation. Und wir haben auch Erfahrung aus 2003, da gab es ja die große SARS-Epidemie und dort sind viele Schwangere gestorben. Also es war eine hohe Sterblichkeit unter Frauen, die schwanger waren, sodass wir jetzt alle Angst hatten. Aber die guten Nachrichten sind, und darum freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann, ist, dass Schwangere nicht schwerer erkranken als Nichtschwangere. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Wir haben auch natürlich noch keine großen Serien. Wir haben jetzt Serien von 80, von 30, von 40. Wir haben hier selber in Deutschland eine Studie aufgelegt, die Chronostudie. Die kommt von der Deutschen Gesellschaft für Perinatalmedizin. Und im Rahmen dieser Registerstudie sammeln wir alle Schwangeren, die an Covid-19 erkranken. Und von daher haben wir jetzt so ein bisschen den Überblick, dass es den Frauen in der Schwangerschaft mit SARS-CoV-2 nicht schlechter geht als allen anderen auch. Und ich denke, das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Unter der Geburt, ist es ein Gerücht oder stimmt es tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau per Kaiserschnitt entbindet, höher ist unter Covid-19 als ohne? So hat man das zu Anfang in China begonnen, aber wir haben jetzt gesehen, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Also Frauen werden so entbunden, wie das auch ansonsten eigentlich angedacht ist. Wir versuchen, alle Frauen spontan zu entbinden, es sei denn, es gibt jetzt Kriterien dafür, dass sowieso ein Kaiserschnitt durchgeführt werden müsste, weil das Kind beispielsweise nicht die richtige Lage hat oder krank ist oder sonstige Komplikationen gibt. Aber ansonsten werden alle Frauen, solange sie natürlich die Geburt mitmachen können vom Atem her, das ist ja auch eine gewisse Anstrengung, werden alle Frauen spontan entbunden, wo es irgendwie nur geht. Also SARS-CoV-2 ist keine Indikation für einen Kaiserschnitt. Die Meinungen gehen auseinander, ob Männer, gerade die werdenden Väter, bei der Geburt nützlich sind. Die Männer selbst sind, glaube ich, der Ansicht, dass ja. Ich weiß nicht, wie die Wissenschaft darüber denkt. Wie ist es denn bei diesem Thema im Moment? Lassen Sie als Klinikum Mainz Männer unter der Geburt zu, in dem Fall die werdenden Väter? Also ich würde mal sagen, als Wissenschaftlerin und als Frau sind Männer unter der Geburt sehr nützlich und wichtig. Und sie sind ja auch der Bestandteil. Also ich meine, sie haben dazu beigetragen, dass es diese Geburt gibt. Und von daher finde ich es sehr wichtig, dass sie hier dabei sind. Sie dürfen bei uns im Kreißsaal sein. Sie dürfen auch beim Kaiserschnitt dabei sein. Danach gilt allerdings das Besuchsverbot wie für alle anderen Angehörigen auch. Das handelt oder hält jede Klinik aber anders in Deutschland? Oder haben Sie sich da untereinander abgesprochen, dass, und ist, gibt es eben? Also ich würde mal sagen, so viel ich an Informationen habe, ist es so, dass in den meisten Kliniken die Väter dabei sein dürfen und dass dann ein Besuchsverbot herrscht. Aber das können natürlich die Kliniken dann auch selber entscheiden. Hat eine Covid-19-Erkrankung auch Auswirkungen darauf, ob ich stillen darf oder nicht? Wir wissen bisher, also wir sind natürlich ein lernendes System und haben noch nicht die großen Zahlen, die wir uns jetzt anschauen können,
Aber wir haben natürlich bei den ersten Patientinnen sehr genau untersucht, gibt es SARS-CoV-2 in der Muttermilch, im Fruchtwasser, im Mutterkuchen, im Scheidensekret der Frau, und nirgendwo ist dieses Virus nachgewiesen worden. Wir wissen auch, dass es nicht in der Muttermilch ist, und wir halten still nach wie vor für die beste Ernährung der Neugeborenen, und von daher befürworten wir das Stillen unbedingt, aber natürlich gelten hier ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen, also alle Hygienevorschriften bei einer Frau, die jetzt erkrankt ist, müssen unbedingt eingehalten werden, also die Patientin muss dann eben einen Mundschutz tragen, die Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden und man muss eben aufpassen, dass das Virus nicht auf das Kind übertragen werden kann. Das gilt auch bei der Benutzung von Milchpumpen beispielsweise. Wenn die Milch abgepumpt wird, muss man eben besondere Hygienevorschriften einhalten. Aber unter diesen Maßnahmen denken wir, dass Muttermilch immer noch die beste Ernährung ist für unsere Neugeborenen. Das heißt automatisch auch, eine Mutter, die Covid-19 erkrankt ist, sieht ihr Baby auch. Also das wird ihr nicht weggenommen, weil man sagt, die Infektionsgefahr ist sehr groß. Nein, also das Baby bleibt bei der Mutter, das ist sehr wichtig, auch für das erste Bonding, also das aneinander gewöhnen. Nur wenn die Kinder sehr krank sind, dann sind wir froh, dass wir sie zu Herrn Professor Zepp verlegen können, der sich dann um die kranken Neugeborenen kümmert. Aber wenn das Kind gesund ist, bleibt es bei der Mutter, auch wenn die Mutter SARS-CoV-2 positiv ist. Jetzt könnte man auf den verwegenen Gedanken kommen, so ein Klinikum ist ja auch eine Brutstätte für Viren. Da mache ich doch besser eine Hausgeburt. Was sagt da die Fachfrau? Also die Fachfrau sagt auf keinen Fall, das würde die Fachfrau sonst schon sagen. Weil man wirklich sagen muss, die Geburt ist jedes Mal auch mit einem gewissen Risiko verbunden und es ist schwierig abzuschätzen, welche Frauen das trifft und welche nicht. Also von daher denke ich, es geht immer um zwei Patienten und ich halte es für sehr wichtig, den höchstmöglichen Sicherheitsstandard einzuhalten. Und wir hatten schon viele Patienten, die auch gesagt haben, wir kommen jetzt nicht in die Uniklinik. Diese Woche kam beispielsweise eine Patientin, jetzt nicht schwanger, mit einem HB-Wert von unter 4, der ist eigentlich nicht mit dem Leben vereinbar, die Bedenken hatte, zu uns zu kommen. Aber ich kann einfach nur sagen, in der ganzen Zeit, also diese 6 Wochen, die wir jetzt haben, hatten wir genau 2 positive Patientinnen und die ganzen Mitarbeiter, die bei uns untersucht wurden, waren alle negativ. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr sicherer Ort und wir haben natürlich auch Maßnahmen eingezogen für Patientinnen mit Symptomen, die kommen auf eine getrennte Station. Wir haben getrennte Ambulanzen für Patienten mit Symptomen oder die positiv sein könnten. Wir haben einen extra Kreissaal eingerichtet für Patienten, die positiv sind, den wir noch nie benutzen mussten. Und von daher denke ich, sind die Sicherheitsmaßnahmen so groß, dass man überhaupt keine Bedenken haben muss, sondern dass man hier sehr sicher sein kann, auch weil wir alle Masken tragen und auch die Patientin ebenfalls, sodass wir einen gegenseitigen Schutz haben, mehr als wir beide jetzt. Ja, vielen Dank nochmal. Einmal zurück noch zur Schwangerschaft selbst. Wir kennen alle jetzt die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen. Abstand halten, Hände waschen, möglichst eine Maske tragen. Haben Sie für Schwangere noch einen speziellen Hinweis, was die zusätzlich noch tun können? Umgekehrt gefragt, ist beispielsweise die Nutzung von Desinfektionsmitteln harmlos, ungefährlich für Schwangere? Gibt es da Dinge, auf die ich aufpassen muss, wenn ich schwanger bin? Also wegen der Desinfektionsmittel müssen Sie nicht aufpassen. Wichtig ist, die Hände wirklich ganz regelmäßig mit Seife zu waschen. Und ich denke, alles, was ansonsten in der Schwangerschaft auch gut ist, ist auch jetzt ganz besonders wichtig, weil wir damit unser Immunsystem schützen. Und ich glaube, auch Lebensfreude trägt dazu bei. Also auch rauszugehen, sich zu bewegen, natürlich nicht in großen Menschenmengen, gesund zu essen und das Leben zu genießen, soweit das in den momentanen Formen möglich ist, Abstand zu halten und natürlich auch sich nicht mit sehr vielen Familienangehörigen zu treffen, weil jeder ja auch ein potenzieller Weiterträger sein könnte. Ja? Also große Menschenmengen, das sollen wir aber alle machen. Also das gibt keine besonderen Vorschriftsmaßnahmen. Also diese werdende Mutterparty mit den Freundinnen, die sollte man jetzt meiden. Videogerät. Genau. Betreiben. Wir sind ja jetzt sowieso alle vernetzt mit Videokonferenzen, Zoom, FaceTime, was auch immer. Und ich glaube, das sind gute Möglichkeiten, Kontakt zu halten. Okay. Vielen Dank und alles Gute auch für die Geburtenstation. Gerne. Und ich wünsche allen Schwangeren alles Gute. Legen Sie es ruhig dort ab. Vielen Dank. Wir hatten es angekündigt. Wir wollen diese Reihe auch damit aufladen, dass wir den Blick in andere Fachbereiche wagen. Und in dieser Woche
Ende letzter Woche hat es einen sehr bemerkenswerten Beitrag von Wolfgang Schäuble im Tagesspiegel gegeben, in dem er darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wesentlich mehr Werte gibt, als nur das Leben zu erhalten und das Leben zu würdigen, die Würde des Menschen. Und wir haben an der Universität Mainz einen ausgewiesenen Experten für solch ein Thema. Ich bitte daher zu mir Professor Friedhelm Hufen, Professor für öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungsrecht, in vielen Gremien tätig, in denen das Tun und Lassen auch von Politikern bewertet wird. Auch wenn Sie mögen, legen Sie die Maske ab, da kann man Sie besser sehen und verstehen. Ja, im Gegensatz zu den anwesenden Medizinern bin ich es nicht so ganz gewöhnt im Gerichtssaal und so weiter. Aber die Maske stand Ihnen hervorragend. Danke. Not kennt kein Gebot. Damit könnten wir anfangen. Sie haben ja vermutlich nicht nur als Leser, sondern wir haben es in den Zeitungen der VRM auch verfolgen können, durchaus Stellung bezogen zu dem, was in Berlin oder in den Landesregierungen geschehen ist. Kann man jede dieser Maßnahmen tatsächlich unter Hinweis auf ein gefährliches Virus rechtfertigen? Also Not kennt kein Gebot ist eigentlich ein ganz schlimmer Satz. Hinter jedem Notstand lauert irgendwo eine Diktatur und das darf hier in diesem Fall auch nicht passieren. Es darf kein Verfassungssystem außer Kraft gesetzt werden. Deswegen staatliches Handeln, auch in Notsituationen, ist immer rechtlich gebunden durch die Grundrechte, durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Es muss geeignet sein, um ein wichtiges Ziel zu erreichen. Es muss erforderlich sein und es muss auch dem Einzelnen zumutbar sein. Und da kommt die Frage, die Herr Schäuble angesprochen hat. Es müssen immer verschiedene Grundrechte miteinander abgewogen werden, einschließlich Gesundheit und Menschenwürde und so weiter. Wir haben jetzt die Exekutive, die wir dauernd bewerten, aber wir haben ja auch das Phänomen, dass die Exekutive in dem Fall durch die Jurisdiktion, dass das durch das Bundesverfassungsgericht in einigen Urteilen verteidigt worden ist. Es ging auch darum, dass Kläger wollten, dass bestimmte Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Und da hat das Verfassungsgericht aber der Regierung jeweils Recht gegeben. Konnten Sie dem Verfassungsgericht in dem Fall folgen, sogar zustimmen oder haben Sie eine abweichende Meinung? Also man muss wirklich sagen, am Anfang war das Verfassungsgericht sehr zurückhaltend. Es war auch ein rollierendes System sozusagen, ein lernendes System. Es wurde dann aber zunehmend ungeduldig in der letzten Woche. Es gab die ersten Beschlüsse zur Versammlungsfreiheit, angekündigt, man würde die Einschränkung der Religionsfreiheit nicht mehr lange dulden. Gestern nun hat eine Kammer des ersten Senates entschieden, dass das Freitagsgebet nicht ausnahmslos verboten werden darf. Also die Rechtsprechung wird zunehmend streng. Mhm. Und das auch zu Recht, denn es erweisen sich doch einige Maßnahmen als nicht mehr ganz verhältnismäßig. Insbesondere ist die Diskussion entflammt, ob man unter dem Stichwort Isolation oder Vereinzelung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe den Zugang zu anderen verwehren kann. Hier sind besonders die Alten gemeint. Ja, das ist ein ganz heikles Problem. Hier zeigt sich auch richtig auf den Punkt gebracht, dass das Grundrecht auf Leben und aber auch die Menschenwürde in Konflikt miteinander geraten können. Das Grundrecht auf Leben enthält ja nicht nur das Leben als solches, sondern auch die seelische Gesundheit muss beachtet werden. Ich habe auf einen meiner Beiträge dazu jetzt gerade wieder die Nachricht bekommen von einer Leserin, die ihre 98-jährige Mutter in einem Altenheim seit 6 Wochen nicht gesehen hat. Eine Frau, die schon erkennbar psychologische Folgen zeitigt auf beiden Seiten. Und insofern scheint mir gerade in dem Bereich der Isolation hier ganz gravierender Handlungsbedarf. Wir hören ja, in den Kliniken sind unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Sicherheitszonen möglich. Warum sollte das nicht in den alten Einrichtungen auch so gehen? Das kann nicht pauschal geregelt werden mit Besuchsverboten, auch nicht mit einer Stunde wie in Hessen jetzt pro Woche. Da muss einzelfallbezogen agiert werden. Da muss vor allen Dingen auch die Selbstbestimmung der alten Leute beachtet werden. Wir haben es gerade schon erwähnt, hier auch im Klinikum in Mainz gibt es die Möglichkeit, auch wieder bald andere schwere Fälle intensiver zu behandeln. Wie bewerten Sie denn dieses Abwägen nach dem Motto Corona geht vor, alles andere jetzt mal auf Stopp oder nur auf Notbetrieb? Wir haben schwer Krebserkrankte. Wenn ich es richtig verstanden habe, war heute zu lesen, dass man in Großbritannien schätzt, dass die Toten nach Krebserkrankungen etwa um 20% zunehmen werden, weil die im Moment alle überhaupt nicht behandelt werden, nicht mal bestrahlt oder per Chemo behandelt werden. Also in der Medizin und im Medizinrecht gibt es prinzipiell nur einen Satz, der sagt, was vorgeht. Vorgeht derjenige, der die größte Not hat.
und derjenige, der am meisten gefährdet ist. Die medizinische Notwendigkeit steht hier im Mittelpunkt. Der Einzelne, egal an welcher Krankheit er oder an welchem Unfall er leidet, Unfallfolgen er leidet, hat einen Anspruch auf Zugang zur medizinischen Versorgung nach medizinischer Notwendigkeit. Und es ist natürlich möglich, hier vorsorgend sozusagen ein paar Plätze freizuhalten oder bestimmten Prozentsatz freizuhalten. Aber auf Dauer zu sagen, Corona-Patienten gehen grundsätzlich vor, auch vor Krebspatienten, vor Unfallopfern und so weiter, das ginge überhaupt nicht. Wie sieht es auf einem anderen Gebiet aus, den Schulen und den Wirtschaftsbetrieben? Auch da ist ja in Abwägung gesagt worden, nein, wir müssen jetzt vorsichtig und zurückhaltend sein. Wir bekommen jetzt eine vorsichtige Öffnung. Gerade jetzt, heute sitzt die Bundesregierung wieder zusammen und wird für die nächste Woche Vorentscheidungen treffen. Was würden Sie denn der Regierung raten, wie sie jetzt vorgehen soll? Es gibt ja in diesem Zusammenhang den reichlich dummen Satz, es geht hier um Gesundheit oder Geld oder Gesundheit und Profit. Da kommen so ein paar Vorurteile mit rein. Es geht hier nicht um Gesundheit und Profit. Es geht bei den Kindergärten zum Beispiel um die psychologische Situation der Familie. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht, wie wir gehört haben, um die Gesundheit der Kinder. Das alles muss einbezogen werden. Auch wirtschaftliche Folgen, die zu vielen Arbeitslosen führen können, müssen in diese Abwägung mit einbezogen werden. Das muss alles im Rahmen der Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Man kann nicht von vornherein sagen, dass eben Not kennt kein Gebot, grundsätzlich die Abwehr vorgeht. Die Regierung muss, und ich finde, das sollte man auch sagen, sie hat das bis jetzt recht gut gemacht, in vorsichtigen Schritten hier vorgehen. Aber sie muss auch differenziert agieren. Es müssen ja nicht alle Kindergärten gleichzeitig aufgehen. Wir können es ja erst mal versuchen und 14 Tage testen, was daraus geworden ist. Jedenfalls die Öffnung von Kindergärten ist wichtig. Die Öffnung von Bereichen der Ökonomie, die zugrunde gehen, Gastronomie, Fremdenverkehr, Touristik und so weiter, ist wichtig. Diese Dinge müssen alle in die Entscheidungen mit einbezogen werden. Und da muss die Regierung auch sehr gut drauf achten. Geben Sie uns bitte mal Einblick, wie der Jurist, wie der Richter in solch einem Fall vorgeht. Der muss ja auch Expertenmeinungen, nehme ich an, hinzuziehen und nicht nur die Paragraphen wägen und wälzen. Wenn beispielsweise jemand klagt, dass sein Betrieb wieder geöffnet werden soll, weil er zum Beispiel systemrelevant ist. Ja, das Problem ist hier, die Richter müssen zumeist im Wege des sogenannten vorläufigen Rechtsschutzes entscheiden. Das heißt, sie haben gar nicht die Zeit, die sie sonst brauchen würden, um Sachverständige einzubeziehen, um Erfahrungen zu sammeln, um zu vergleichen mit anderen Entscheidungen. Und da gibt es eine Abwägung. Sie müssen immer sehen, was wäre, wenn ich jetzt der Klage stattgebe und der Kläger hätte letztlich nicht recht, im Vergleich zu der Situation, die eintritt, wenn die Klage abgewiesen wird und der Kläger hätte aber letztlich recht. Deswegen, der Richter wird hier vorsichtig sein. Aber die anfangs gezeigten Beispiele zeigen ja schon, dass es eben auch Situationen gibt, wo im vorläufigen Rechtsschutz der Richter sagt, so geht es einfach nicht. Was wäre, wenn, ist auch ein Stichwort zu dem nächsten Thema, denn das haben wir gerade schon gehört, fürchterliche Begriffe, aber es gibt sie alternativlos, Durchseuchung und Herdenimmunität. Was sagen denn die Juristen zu solch einem, in Anführungsstrichen, Experiment? Professor Zepp sprach von 90%. Wir Journalisten, die nicht rechnen können, sprechen von 60-70% einer Immunisierung in der Bevölkerung. Kann ein Richter sowas gutieren? Kann der sowas bewerten? Ich glaube nicht, dass ein Richter darauf vertrauen würde, dass eine Lösung des Problems durch die sogenannte Durchseuchung entstehen kann. Da hören wir doch auf die Experten, dass das ein sehr gefährliches Experiment wäre. Man kann einfach nicht Tausende oder gar Millionen von Erkrankten oder gar Verstorbenen in dieses Experiment einbringen. Und deswegen glaube ich, das ist keine Lösung. Wir müssen eher einzelfallbezogen und problembezogen, Stichwort Kindergärten, Spielplätze, Touristik und so weiter, agieren. Aber können nicht grundsätzlich sagen, jetzt vertrauen wir mal darauf, dass sich das Problem schon von selbst lösen wird. Ich spreche von einer Hypothese, ich spreche von einer glücklichen Zeit, Professor Zepp, in der es einen Impfstoff oder möglichst ganz viele wirksame Impfstoffe gibt. Aber bei 7 Milliarden Menschen auf der Welt muss es eine Reihenfolge geben. Kann es etwas geben, vergleichbar der Triage, aber umgekehrt, hier sind bestimmte Bevölkerungsgruppen zu bevorzugen und der Jurist würde das auch abdecken? Also wir haben ja in Italien und auch in Großbritannien die Situation gehabt, dass ab bestimmtem Alter bestimmte Behandlungen verweigert wurden. Da ist das Bundesverfassungsgericht nun ganz, ganz grundsätzlich anderer Meinung und zu Recht auch. Leben kann niemals gegen Leben abgewogen werden hier in diesem Zusammenhang.
Es gibt auch keine grundsätzliche Altersgrenze für bestimmte Behandlungen. Die Meinung hätte ich im Grunde genommen auch in früheren Lebensaltern schon vertreten. Grundsätzlich wäre das eine Altersdiskriminierung, die niemals eingreifen darf. Es geht immer um die Chance der Gesundung, die im Mittelpunkt stehen muss. Jetzt aber die Frage, es gibt einen begrenzten Impfstoff. Nur so und so viele Patienten könnten geimpft werden. Wer wird als erstes geimpft? Also da sind ja schon erste Überlegungen im Gange. Ich meine, als erstes müssten die Helfer, also Mediziner, Krankenpfleger und so weiter und die für die Versorgung der Patienten wichtigen Personen bevorzugt werden. Aber dann müsste es nach dem Risiko gehen. Das müsste also dann so gehen, dass diejenigen, die am meisten von der Krankheit bedroht sind, zuerst geimpft würden. Und da brauchten wir dann auch wieder die Hilfe unserer Kollegen. Gibt es für solche Maßnahmen eigentlich jetzt schon Gesetze? Hilft uns das Seuchenschutzgesetz oder gibt es andere Gesetze, die uns da helfen? Oder kann das eine Regierung ohne das Parlament per Verordnung schon... Das Problem ist, dass Seuchenschutzgesetz, das jetzt Infektionsschutzgesetz heißt und gerade noch mal verschärft worden ist, schützt eigentlich vor den Infizierten, schützt nicht die Infizierten selber. Deswegen also, wenn Sie meinen, eine gesetzliche Grundlage für Impfen, das gibt es natürlich. Es gibt Impfgesetze, das ist übrigens eine ganz alte Rechtslage. Das hatten wir in den 50er, 60er Jahren schon mit der Pockenschutzimpfung. Impfen darf und muss immer erfolgen, wenn auf diese Art und Weise die Bevölkerung vor schwerwiegenden Krankheiten geschützt wird. Ein weiteres Thema, was uns im Moment beschäftigt, gerade hat sich eine Kommission im Auftrag der Bundesregierung dazu entschieden, die sogenannte Tracing-App doch dezentral anzusiedeln, sodass die Daten im Wesentlichen auf den Smartphones verbleiben. Tracing-App heißt, man setzt sich auf die Spur von einem Infizierten und kann damit nachprüfen, über den Bluetooth-Weg, ob in seiner Umgebung Menschen sind, die gefährdet waren und die dann informiert werden können. Was sagt der Rechtsexperte denn zu dieser Entwicklung? Würden Sie sich diese App freiwillig auf Ihr Smartphone laden, wenn Sie eins haben? Der Jurist sagt in solchen Fällen, es kommt darauf an. Am Anfang wurden diese Dinge ja mit großer Begeisterung wahrgenommen. Wir müssen nur alle eine App haben und dann werden die sich schon gegenseitig melden und dann haben wir die Infektionsketten drauf. Und die Folgen sind nicht allzu schwerwiegend, weil es ja anonym und freiwillig ist. Um diese Vorschläge ist es ja merkwürdig still geworden. Es ist ja so, dass da erst mal eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist und die hat erst mal sich sehr zerstritten und dann ist es doch etwas stiller geworden. Das ist zu Recht so. Es gibt nämlich zwei Riesenprobleme. Erstens, es geht wirklich an den Kern der Persönlichkeit. Wo bin ich gewesen? Das interessiert so viele Leute heutzutage. Auch wenn das anonymisiert ist, das ist immer zurückverfolgbar. Ein Fachbegriff ist hier die Mosaiktheorie. Sie können aus unterschiedlichen Informationen immer zusammensetzen, wo jemand war. Das ist das eine Problem. Die Freiwilligkeit würde im Übrigen dann nicht mehr bestehen, wenn diese App, die es herunterlauern, die Voraussetzung wäre, die Wohnung verlassen zu dürfen oder zu bestimmten Orten zu gehen. Dann kann von Freiwilligkeit keine Rede mehr sein. Im Übrigen zeigen ja gerade die Beispiele aus den vergangenen Tagen, kein Handysystem ist sicher. Auch in diesen Zusammenhängen, gerade die aktuellen Handysysteme von Apple und so weiter, sind keinesfalls sicher und deswegen, das ist missbrauchbar, das ist entschlüsselbar und insofern hätte ich sehr große Bedenken. Andererseits, wenn es wirklich so wäre, dass auf diese Art und Weise schwerwiegende andere Grundrechtseinschränkungen beendet werden könnten, dann sähe die Situation anders aus. Unter der Voraussetzung der Sicherheit und auch der wirklichen Freiwilligkeit müsste man das dann als Alternative betrachten. Herzlichen Dank. Das war mehr als ein Pro-Seminar für uns. Dankeschön, Professor Hufen. Und wir werden verfolgen, was Sie dazu weiter veröffentlichen. Last but not least, jemand, der die seelischen Sorgen der Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, sehr genau verfolgen kann, ist Jürgen Jannik, Pfarrer und Leiter der katholischen Seelsorge hier am Klinikum. Willkommen, Herr Jannik. Wie sieht Ihr Alltag jetzt in Zeiten von Corona aus? Ja, unser Alltag hat sich ganz stark auch noch mal fokussiert auf die Begleitung und Betreuung von Patientinnen und Patienten. Das ist immer schon unsere Hauptaufgabe, aber manches, was sonst zum Aufgabenfeld gehört, fällt im Moment eben weg. Das sind die ganzen Arbeitsgruppen und Beratungen, die hier in der Klinik natürlich auch eine große Rolle spielen. Ich nenne nur das Ethikkomitee. Aber im Moment ist der Vorrang die Begleitung von Patientinnen und Patienten. Ich denke an eine
Patientin, von der ich gerade eben gekommen bin, die selbst nach ihrer Aufnahme hier über 80-jährig ganz große Schwierigkeiten damit hatte, dass ihr Hörgerät nicht funktioniert. Ihre Tochter wüsste eigentlich genau, wie man das jetzt auch wieder justieren kann. Das war jetzt leider nicht möglich, sodass auch da eine ganz große Not auch entstanden war. Und die Tochter hat über ihren Gemeindepfarrer versucht zu klären, wie überhaupt Besuchsmöglichkeiten zustande kommen, so dass sich die Patientin dann auch besuchen konnte. Und dann sagte mir die Tochter, ja, ein Gespräch oder ein Kontakt verlangt eben, dass die Mutter auch dazu in der Lage ist, vom Mund abzulesen. Ja, wie machen Sie das mit Mundschutz? Also solche Beispiele sind hier durchaus von uns, von beiden Konfessionen her aneinander zu reihen. Ich denke an eine polnische Patientin in ihrem letzten Lebensabschnitt, die sagt, ja, das ist hier ganz gut in der Möglichkeiten, die ich in der Begleitung auch und in der medizinischen Behandlung bekomme. Mein Problem ist, ich kann nicht nach Hause fahren. Wenn ich nach Hause fahre, dann werde ich erst mal 14 Tage in Quarantäne genommen, kann meine eigenen Leute nicht sehen. Und in dem Fall ist es Polen. Und das sind schon ganz massive Probleme, die zeigen, Covid-19 ist durchaus auch ein Virus der Einsamkeit für Patientinnen und Patienten. Und damit haben wir sehr viel zu tun. Heißt das, Sie haben im Wesentlichen eher damit zu tun, mit den Folgen der Corona-Maßnahmen als mit Corona-Patienten selbst? Faktisch ist das so. Wir haben ganz selten bisher, obwohl es möglich ist, dafür sind wir dem Vorstand sehr verbunden, dann den direkten Kontakt mit Covid-19-Patienten oder mit Sterbesituationen. Der Vorrang ist ganz klar bei den Patientinnen und Patienten, die unter den Folgen der Einschränkungen auch ganz massiv momentan leiden. Das gilt offenbar ja nicht nur für die Patienten, sondern Sie sind ja Seelsorger für alle, die hier sind, auch arbeiten. Welchen Eindruck haben Sie von Ihren Gesprächen mit Pflegenden? Also vorrangig ist ganz klar die Aussage, wir haben Erfahrung, wir sind kompetent, wir werden auch entsprechend qualifiziert. Wir haben hier gute, hervorragende Möglichkeiten, uns auch der Situation zu stellen. Natürlich ist es im Einzelfall auch immer wieder einmal so, dass eine gewisse Unruhe da ist. Bin ich da jetzt wirklich gut genug geschützt? Die Situation und Frage entsteht schon. Es gibt auch die Erfahrung, die ja vielleicht auch nicht verschwiegen werden muss. Ich habe weniger zu tun, weil weniger Patienten, Patientinnen bei mir auf der Station sind. Ich kann mich jetzt mehr den einzelnen Patienten widmen. Durchgängig hören wir, dass mit der Rede von den Heldinnen und Helden ist eine ganz ermutigende Botschaft, aber das muss auch nachhaltig dann wirklich zum Ausdruck kommen. Und materiell. Nachhaltig, materiell, um es beim Namen zu nennen, ganz klar. Wir selbst als Seelsorgende werden auch von Freunden, auch aus dem innerkirchlichen Bereich, immer wieder angesprochen. Ihr seid an der Front und dann muss ich ehrlicherweise sagen, an der Front sind erstmal diejenigen, die als Medizinerinnen und Mediziner, als Pflegekräfte hier sind. Ein wenig sehe ich unsere Aufgabe mehr aus der Etappe zu stärken und auch mitzuhelfen, dass der Dienst gut gelingt. Da tun wir das, was uns möglich ist, auch gerade im Gespräch, im Kontakt und auch mit einem kleinen Zeichen so zu Ostern auf den Stationen. Und das ist sehr, sehr positiv angenommen worden. Professor Hufen hat es eben schon erwähnt. Es gibt viel Streit und viel Nachdenken und viel Diskussion gerade darüber, ob nicht auch hier Gottesdienste wieder gehalten werden können, und zwar mit echten Menschen um die Priester herum. In Sachsen ist es möglich unter großen Schutzbedingungen. Wie erleichtert wären Sie, wenn es hier auch auf dem Klinikumgelände beispielsweise solche Möglichkeiten wieder gäbe? Also faktisch muss ich sagen, sowohl meine evangelische Kollegin als auch ich, wir feiern Sonntag für Sonntag am Krankenbett Gottesdienste. Wir besuchen, wir bringen Kommunion oder das Abendmahl. Wenn wir dorthin kommen, stellen wir bei dem Glauben verbundenen Menschen fest, dass sie den Fernsehgottesdienst verfolgen. Und das sind sehr gut gestaltete Gottesdienste, die sich auch nicht ausschließlich mit dem Thema Krankheit, Sterben, Tod befassen, die in Kontakt mit den anderen Fragen und Themen des Lebens auch herstellen, auch mit der Kirche herstellen, sodass wir ein Stück da auch entspannt an diese Situation herangegangen sind.
Wir haben, ich glaube, das war schon etwas Besonderes, die Osterfeiertage so gestaltet, dass wir dann ökumenische Gottesdienste jeden Tag gefeiert haben, der auch über die Klinikfernsehen dann übertragen werden konnte. Das ist für uns persönlich eine sehr gute Erfahrung gewesen und auch auf gute Resonanz gestoßen. In unterschiedlichem Umfang haben wir eigene Klinikgemeinden. Da scharren die ein oder anderen durchaus mit den Füßen und das möchte ich auch gerne ermöglichen. Aber da sind wir nicht die allerersten, die die Türen öffnen. Da ist einiges auch an Vorbereitung und Hilfestellung möglich. Und man darf auch sagen, dass in vielen Kontexten der Kirchen ja ganz kreative Ideen entstanden sind. Und es wäre eigentlich schade, wenn die mit der Rückkehr in eine sogenannte Normalität jetzt auch wieder in der Versenkung verschwinden würden. Vielmehr würden wir uns wünschen, dass eben dieses Bewusstsein, Glaube lebt nicht nur Sonntag von 10 bis 11, dass das auch entsprechend dann auch weiterhin in Zukunft praktiziert werden kann. Ja, so gesehen könnte ein Begriff wie neue Normalität auch Positives bergen. Ein Begriff wie Solidarität ist ja im Moment nicht nur ein Schlagwort. Sie erleben das ja selber. Solidarität und das Bewusstsein, auch das Leben, da möchte ich anschließen, auch an Herrn Hufen, das Leben mehr ist als Überleben. Dass zum Leben auch soziale Teilhabe wesentlich dazugehört. Dass es einfach darum geht, auch deutlich zu machen, Gesundheit umfasst mehr als körperliches Wohlbefinden. Und das, glaube ich, gilt es zu unterstreichen. Und natürlich, das ist ja das Paradoxe, ein Virus der Einsamkeit eröffnet die Erfahrung der Wichtigkeit der Zusammengehörigkeit. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch zukünftig ein Stück mittragend sein sollte. Wie nehmen Sie es selber wahr? Also wie ist Ihre eigene Befindlichkeit, auch Ihre Angst könnte ja eine Rolle spielen, dass Sie sich selber infizieren? Ich zähle jetzt nicht zu den Menschen, die da mit besonders großer Angst sich den verschiedenen Situationen des Lebens stellen und für mich ist es eine ganz große Hilfe und Unterstützung schlicht und ergreifend gewesen, hier im Hörsaal zu sitzen und auch die ersten Einführungen zu bekommen zu dem Umgang mit diesen Situationen. Wir werden ja Tag für Tag von Vorstand mit den entsprechenden Informationen versehen. Wir kriegen entsprechende Hilfestellung und Unterstützung auch durch unsere dienstlichen Vorgesetzten, die uns dann auch eine gewisse Sicherheit geben. Und diejenigen aus meinem Team oder aus unseren Teams, für die da ein gewisses Risiko bestand, die sind auch großzügig dann auch entsprechend ins Homeoffice entlassen worden. Die unterstützen uns von außen. Kirche im Homeoffice, auch ein ganz neues Phänomen. Aber ich freue mich besonders, dass hier mal wieder von Ökumene die Rede ist. Auch das könnte ja ein positiver Nutzen aus dieser Situation sein und werden. Wir arbeiten in ökumenischer Verbundenheit, das steht vollkommen außer Frage. Wir sind hier in der Klinik ökumenisch präsent auf allen Stationen, natürlich auch mit einer entsprechenden Schwerpunktsetzung der Einzelnen, aber da bin ich sehr froh und dankbar, dass das über all die Jahre hin gelungen ist und teilweise auch noch weiter intensiviert werden konnte, gerade auch im Bereich der Mitarbeit von Ehrenamtlichen, die wir momentan eben außen vor lassen müssen, die aber doch auch gemeinsam unseren Dienst in hervorragender Weise mittragen. Vielen Dank, Pfarrer Jürgen Jannik, katholischer Seelsorger hier am Klinikum. Meine Damen und Herren, gegen Ende, Sie kennen das, wenn Sie uns schon mehrfach verfolgt haben, bitte ich noch einmal Professor Norbert Pfeiffer, den Vorstandsvorsitzenden der Unimedizin, zu mir an den gewohnten Platz, 1,5 Meter von mir entfernt. Und, dann ohne und er darf die Maske ablegen, Mundschutz, genau. Damit man mich auch verstehen kann. Sehr wohl. Professor Pfeiffer, wie sieht es aus im Moment? Sind Sie etwas froher gestimmt, weil das Klinikum ja jetzt auch etwas freier wieder mit anderen Erkrankungen umgehen kann? Ja, wir sind ganz froh, dass wir jetzt sozusagen ein wenig Normalbetrieb zurückbekommen. Wir haben in der Zahl der Covid-Patienten eine Seitwärtsbewegung. Also es ist nicht so, dass wir keine mehr hätten, sondern das ist etwa so viel wie in den letzten Wochen auch, aber gut beherrschbar und zum Glück nicht mehr ganz so viele, so ganz, ganz schwer Erkrankte.
Jetzt sind aber die Patienten, die in den letzten 4 bis 6 Wochen nicht gekommen sind, doch manche so weit, dass man sagt, jetzt ist es aber doch eilig und da wollen wir gerne helfen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt dann auch wieder reagieren können. Wir haben seit gestern die Zustimmung der Landesregierung, unserer Gesundheitsministerin, und wir haben uns auch in den letzten Wochen schon vorbereitet und starten jetzt schon. Wie groß ist die Gefahr, dass Patienten mit anderen Erkrankungen darunter jetzt leiden, dass sie vielleicht sich nicht getraut haben, ins Klinikum zu kommen? Also da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wir wissen aus Einzelfällen, dass Patienten gesagt haben, naja, eigentlich habe ich kommen wollen, aber dann habe ich gedacht, vielleicht geht's auch und vielleicht stecke ich mich auch im Krankenhaus an. Oder auch, ich will auch nicht Ihnen zur Last fallen, wo Sie doch die ganzen vielen Covid-Patienten haben und sind deshalb länger zu Hause geblieben. Und wir sehen einzelne schwere Verläufe, die man so nicht erwarten würde. Ob das wirklich immer jetzt an der Covid-Situation liegt, also ob Patienten Angst haben, nicht zur Last fallen wollen oder einfach nicht dran gedacht haben oder ob wir vielleicht jetzt mehr darauf achten, werden wir auswerten, weil es schon auch wichtig ist zu sehen, was sozusagen die Auswirkungen einer Epidemiebekämpfung dann auch sind. Aber das ist wichtig, dass wir da Patienten nicht zu Hause bleiben, wer einen Herzinfarkt hat, wer einen Schlaganfall hat, wer einen Nierenstein hat, der soll unbedingt kommen. Sie sind mit der Äußerung zitiert worden, bei uns ist es sicherer als beim Einkaufen, da stecken Sie sich schneller an. Das stimmt absolut. Haben Sie das ausprobiert? Naja, wir können es sagen, weil wir wissen, wie bei uns der Verlauf ist. Also wir haben eine außerordentlich niedrige Infektionsrate unter den Mitarbeitenden, die ist, ich darf die Zahl hier noch nicht sagen, es ist ein Teil einer Studie, aber es ist sehr, sehr gering. Wie viele Mitarbeiter haben wir hier? 8.000 Mitarbeiter und ganz, ganz wenige, die sich infiziert haben. Und wir wissen noch bei keinem einzigen, der sich bei einem Patienten infiziert hätte, sondern nur außerhalb. Und wir haben den Maskenschutz für uns und für alle Patienten, die den tragen können. Und das scheint extrem sicher zu sein, wie sich ja jetzt auch zeigt in einigen Städten, die den schon früh eingeführt haben und bei denen, wie zum Beispiel in Rostock, die Infektionsrate ganz runtergegangen ist. Wir haben das getan, als das Robert-Koch-Institut noch gesagt hat, das wird wohl nicht so recht nützen, aber wir sind sehr, sehr gut damit gefahren. Und deshalb habe ich gesagt, ja, bei uns steckt man sich seltener, also ist man sicherer als beim Rewe, wo man ja bis vor kurzem noch ohne Maske umherging. Rewe, Edeka, Plus, ja, Netto, Aldi, ja. Lidl, das müssen wir jetzt, damit wir nicht einen hier bashen und Geschäfte, ja, also vollständig alle loben. Ja, vollkommen richtig. Wie ist der aktuelle Stand, Professor Pfeiffer? Wie viele Corona-Erkrankte werden derzeit im Klinikum behandelt? Wir haben Stand heute Morgen 21 Patienten mit Covid-Erkrankungen, davon die Hälfte etwa auf Intensivstationen und davon wiederum etwa die Hälfte beatmete Patienten. Kommen die eigentlich ausschließlich aus der Stadt Mainz oder gibt es eine größere Reichweite für das Klinikum? Die Universitätsmedizin hat eine relativ große Reichweite. Das liegt auch daran, dass wir auch Patienten aus dem Ausland übernommen haben und auch einige Patienten, die schwer erkrankt waren, aus einem weiter entfernten Bereich, auch aus einem anderen Krankenhaus, das eine Station schließen musste. Und insofern haben wir da eine überregionale Funktion und eben zum Teil, wo es ging, haben wir sehr, sehr gerne auch den ausländischen Kollegen geholfen. Vielen Dank, Professor Pfeiffer. Wir werden uns wiedersehen, das ist ganz sicher. Und passen Sie beim Einkaufen wenigstens auf. Ja? Herr Schröder, vielen Dank. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Zuhörenden gut aufpassen und halten Sie Abstand. Es ist wohl wirklich das, was man am meisten machen kann. Und ich will es auch noch mal sagen, die Masken sind wichtig. Mhm. Ja, also behalten Sie eine Maske auf. Auch wenn ich nur andere schütze, aber wenn wir alle eine aufhaben, dann schützen wir uns alle gegenseitig. Und ich glaube, das wird viel dazu tun und hat viel dazu getan, dass wir eine relativ günstige Situation haben. Und es gibt ja auch traumhaft schöne, wie man sieht. Traumhaft schöne, ja. Ich bitte, vielen Dank, Professor Pfeiffer. Ich bitte noch zum Schluss den Gastgeber einmal zu mir. Professor Christian Fahl, denn wir sind kurz vor 6 und wir halten selbstverständlich die Zeit ein. Je nachdem, auf welche Uhr man guckt, ist man vor 6 oder nach 6, aber wir sind diejenigen, die entscheiden, wann Schluss ist. Professor Fahl, Sie hören nicht auf, Sie planen weiter. Wir haben heute den 30. April, wann ist die nächste Nachtvorlesung, vermutlich wieder gestreamt online? Also wir hoffen, dass zwischenzeitlich keine unerwarteten Ereignisse passieren, die uns vielleicht zwingen würden, eine Zwischenvorlesung zu machen. Wir gehen davon aus, dass wir in 14 Tagen die nächste Veranstaltung in dieser Reihe anbieten können.
Haben Sie schon eine Idee für einen Schwerpunkt? Ein Schwerpunkt soll sein das Thema Single. In Mainz gibt es ca. 40% Single-Haushalte, die mit einer ganz eigenen Problematik versehen sind und die in ganz eigener Weise mit diesem Problem umgehen müssen. Aber die medizinischen Gesichtspunkte werden wir anpassen in Abstimmung mit dem Vorstand und in Abstimmung mit den aktuellen Geschehnissen. Vielen Dank, Professor Fahl. Mir bleibt nur, mich bei Ihnen für die Geduld beim Zuschauen und Zuhören zu bedanken. Wenn Sie alte Übertragungen noch einmal nachschauen wollen, wenn Sie heute das ein oder andere sich noch mal angucken wollen, nutzen Sie die Mediathek unserer Portale und achten Sie bitte auf die Berichterstattung, vor allen Dingen in der Allgemeinen Zeitung, denn dort wird vieles nachgehalten, was heute gesagt wurde und natürlich auch angekündigt, was in der nächsten Nachtvorlesung stattfinden wird. Vielen Dank.